brauch den. Vielleicht können wir mit dem Angler reden. Huhu nochmal. Verschwinde. Du verscheuchst die Fische. Ich bin doch ganz leise. Als würde es darauf ankommen. Hast du schon einmal einen Fisch mit Ohren gesehen? Das Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Wenn du ein Angler wärst, wüsstest du das. Aber kusch. Den Eimer. Die will ich nicht. Das sind ziemlich kein Vergleich. Du sollst auch nicht den... Was war es noch? Ach ja, rein. Tja. Natürlich. Ich fummel die ganze Zeit hier an diesem Eimer rum und da hängt mir aber der Kopf der Nase. Gut, mit dem Eimer können wir doch jetzt. Eimer. Voll Erbe. Erde. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest. So. Und jetzt zurück zum Dock. Also zum Dock, in die Werkstatt, zum Industriegebiet. So, Erde können wir jetzt in die Tiefkühltruhe packen. Laut Fibel brüten Erd jetzt fehlt. Ja. Mach auf hier. Tiefkühltruhe. Schalter. Warme Wasser. Dann packen wir das Erdschnabeltier hier rein. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in So weit, so gut. So, Eimer mit Erde und Ei. Oh. Na, wer ist denn das? Gefroren. Eingefroren, geschlüpft. Na, holla. So jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli, Schnabli. Na, holla. So jung und schon so angriffslustig. Tja, das kriegen wir wohl nicht mal da raus. Nicht mehr raus. Komm, Schnabli. Ja. Na, holla. So jung und... Ich hab so eine Idee. Das muss er trinken. Genau. Oh wei. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Ja, na dann. Zack. Oh. Gefrorenes Erdschnabeltier. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Wie wär's mit einem Spaten? Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Sehr gut. Wie kalt! Erdschnabeltier. Das ist aber ein cooles Erdschnabeltier. Das mit Abstand coolste Schnabeltier der Stadt. Jo, und wo müssen wir es jetzt hinsetzen? Wo ist ein Nest? Tja. Wer ein Nest sieht, schreit Lot. Tja. Vielleicht. In Bellevue, da wo wir es her haben. Das würde Sinn ergeben. Hier, Erdschnabeltier-Nest. Hier, Erdschnabeltier-Nest. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Es musste nur noch schmelzen. Ah, ja, genau. Schon irgendwie drollig. Erdschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Sehr gut. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Na dann. Dann fehlt uns ja nur noch das Wasserschnabeltier. Das kriegen wir vielleicht am Block hin. Jetzt werfen wir es einfach ins Wasser. Na, das Luftschnabeltier, das geht auch noch. Das brauchen wir auch noch. Aber da habe ich gerade keinen Plan. Gut, erstmal wieder zurück. Bellevue. So, stark gespannte Wind. Rosa mit Ei. Genau.
Krieg ich da? Warum muss... Tja, also... Dazu brauchen wir... was zum Schneiden, ja, den Fisch. Tja. Sieht ganz aus, hier kommen wir auch nicht weiter. Tja. Zum Marktplatz. In die Altstadt. Tja, hier haben wir das Flugschnabeltier her. Das muss dann hier abgelegt werden. Tja, also. Klein Venedig, da waren wir auch noch nicht. Vielleicht können wir hier irgendwas Peres gucken. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Tja, sind wir wieder hier. Wir müssen den Generator irgendwie zum Stoppen bringen. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Es geht nicht aus. Tja. Ja, also. Das ist kein Schrott. Das ist kein Schrottverwendungsmotor. Mit dem Flusen können wir wirklich nichts anrichten. Das ist kein Schrott. Ja. Nest. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Okay, hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Tja. Stoßstange. Vielleicht irgendwo, vielleicht schwimmt hier irgendwo so ein Zebra-Dings rum. Da brauchen sie einen lebendigen Zebrafisch. Oh. Stranzo! Ist die Tomato! Er macht Boost, meine neue Sacco, die Aria! Ja, die muss ich durch den Tag auf ihr zu holen, die Ersatz! Sind wir ihn auf jeden Fall schon mal los. Das war lustig. Notenständer. Ein Notenständer? Oh oh. Können wir nicht. Ein Notenständer? Ach, verdammt. Das wäre die perfekte Chance. Tja. Wie kommen wir jetzt an den Rasiermesserfisch? Hey, halt still! Ja. Verdammt! Er scheint eine Art Bewegung zu sein. Ich würde sagen, wir machen es hier. Das dunkel. Soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich. Wir müssten das Licht ausmachen, dann können wir uns klauen, würde ich sagen. Die Kerze löschen ist jetzt nicht die Möglichkeit. Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Das befürchte ich.
Also. Wie kriegen wir im Laden hier den Saft abgedreht? Generator. Dieser Generator versorgt die Spelunke mit Strom. Ganz richtig. Ganz schön leichtsinnig, den hier draußen aufzubauen, wo jeder x-beliebige, wohlwollende Mitbürger dagegen treten, Bananen in den Auspuff stecken oder Zucker in den Tank schütten kann. Ach, sag nicht. Zucker. Ich hab alles versucht. Ich hab Flusen rein. Der Zucker tut's nichts. Natürlich. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Sehr gut. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Der Generator steht still. Ist jetzt herrlich dunkel. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. So, Rasiermesserfisch. Geklaut. Au! Oh. Oh! Was war das? Nichts passiert. Da hat gerade Rufus ein bisschen Fehler gemacht. Leise. Ups. Nach oben. Wir haben die Noten. Schrottlawinen, Tarantella. Die Jukebox ist auch alles, was sie von sich... Okay. Jetzt brauchen wir auch nur die 8 erste. Vielleicht können wir ihm jetzt die Schrottlawinen-Tarantana auf den Notenständer legen. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Die Schrottlawinen-Tarantella. Das ist aber nicht besonders romantico, aber... Bene, ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. Gut, jetzt können wir dann auch gleich ein klein wenig beim Waffennahen auch gleich den Boso gleich verkuppeln. Aber jetzt müssen wir erstmal Wasserschnabeltier. Das machen wir gleich. Jetzt müssen wir erstmal nach Davide und das Flugschnabeltier ausbrüten. So, zum Ausguck. So, Rasiermesserfisch. Na komm, das muss doch jetzt. Genau. Hey, mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Na hoppla. Da fliegt es. Boah, eine makellose Sausebahn. Tja. Und nun? Jetzt müssen wir irgendwie Flugschnabeltier. Vielleicht bekommen wir das jetzt hin auf den Boden und ins Nest gesetzt. Ja gut. Vielleicht ein Vogelhaus. Warum nicht? Weg dich, Rufus. Nicht so langsam hier. Komm, Schnabli, Schnabli. Schau mal, was Papa Rufus hier Leckeres bei sich hat. Oh, sehr gut. Da kommt es angeflogen. Flugschnabeltier. Komm, Schnabli, Schnabli. Na, komm. Rufus, Tier. Tier. Ja, wo fangen wir das jetzt ein? Jetzt ist es schon ein Schritt näher. Tja. In die Altstadt. Vielleicht können wir hier mit den Sachen was so machen. Sehr, ich fach, der Hut ist irgendwie lächerlich. Willkommen nochmal.
See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltär. Tja. Tja. Hat der Dichter noch was? Nee, der hat nichts mehr. Außer eine Dose. Wir brauchen irgendwas, womit wir jetzt das Funkstange-Bild hier fangen können. Das wird wahrscheinlich nichts. Tja. Das Funkschnabeltier. Ja, magst du Zucker? Na komm, geh mal rüber. Komm, Schnabli, Schnabli. Schau mal, was Papa Rufus hier Leckeres bei sich hat. Mist. Wahrscheinlich fressen Flugschnabeltiere tatsächlich nur trockenes Brot.